Das ist Gisbert. Gisbert arbeitet in seinem Beruf viel am Computer. Aufgrund einer Einschränkung stößt er immer wieder auf Probleme durch digitale Barrieren im Internet. Das frustriert ihn, denn dafür findet er allein keine Lösung. Aber Gisbert ist mit seinem Problem mit digitalen Barrieren nicht alleine. Ein kleinwüchsiger älterer Herr im Anzug fährt auf einem Roller über einen Marktplatz. Er hat einen Tritthocker dabei. Eine junge, großgewachsene Frau bedient einen Geldautomaten an der Außenseite eines Bankgebäudes. Der ältere Herr fährt ins Bild. Er steigt von seinem Roller ab und lehnt diesen an die Wand. Er stellt sich mit seinem Tritthocker neben den Automaten und wartet. Der Herr wird im Interview auf seinem Roller vor einer Wand gezeigt. Er heißt Volker Langguth-Wase. Meine größten Probleme im Alltag sind eigentlich Automaten, weil die in der Regel noch nicht ganz barrierefrei sind, weil sie zu hoch sind, weil du dann an dieses Touchfeld da nicht drankommst oder an die Geldausgabe. Er läuft auf den Automaten zu und stellt seinen Tritthocker davor auf. Er steigt auf den Hocker und bedient den Geldautomaten. In einer Nahaufnahme werden seine Füße und der Hocker gezeigt. Herr Langguth-Wase wird wieder im Interview gezeigt. Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass alle Automaten für mich auch erreichbar sind und ich mir überall in jeder Stadt Geld holen kann, wenn ich, solange wir noch Bargeld brauchen. Für diesen Wunsch gibt es eine Lösung. Und Gisbert kennt sie. Die Meldestelle für digitale Barrieren. Gisbert kann über verschiedene Wege, zum Beispiel über das Telefon oder ein Online-Formular, die Meldestelle über digitale Barrieren informieren. Anschließend kontaktiert die Meldestelle die Verantwortlichen und gibt Ratschläge und Tipps zur Verbesserung. So können die Verantwortlichen ihre Barrieren beheben. Gisbert kann jetzt den Computer ohne Probleme nutzen und seiner Arbeit nachgehen. Wenn die digitale Welt barrierefrei ist, kann sie von allen genutzt werden. Melden macht Helden. Abspann. Meldestelle für digitale Barrieren. www.barrieren-melden.de. In Zusammenarbeit mit YoungDocs und der Technischen Universität Dortmund. Ein Produkt im Rahmen des Projektstudiums 2014-2015 der Fakultät Rehabilitationswissenschaften. Projekt 1.4 Barrieren finden, melden und abbauen. Produziert von Nina Loddenkemper, Marcia Meyer, Katrin Olszewski, Ricarda Rüger und Lena Schulenberg. Der Dank geht an Ruth Dominik, Volker Langguth-Wasem, Philipp Hein, Lara Bergmann, Vera Schöpfer und die Meldestelle für digitale Barrieren.